Servus ihr Lieben, so, letzter Biketag in Saalbach, morgen früh geht's schon wieder leider nach Hause, sehr sehr schade, war aber eine geile Zeit hier. Ich guck mal, was ich heute noch fahre, bisschen hier, bisschen da, fahre mich gerade, also ich bin gerade auf der Blue Line und fahre mich da gerade ein bisschen warm. Mal gucken, vielleicht probiere ich gleich nochmal die Pro Line aus und den Huckleberg Trail, glaube ich, nehme ich auch nochmal mit. Ich glaube, im letzten und vorletzten Video habt ihr es gesehen, also letzten zwei Tage hat es ordentlich geregnet hier. Die Nacht jetzt auch noch. Im Moment ist trocken. Aber laut Wetterbericht kann es jederzeit wieder losgehen. Die Strecke ist sehr nass, rutschig, aber ist letzter Biketag, oder? Ist halt ein bisschen Action angesagt, ne? Ein bisschen vorsichtig fahren. Oder auch nicht, weiß noch nicht. Mal gucken. Ich nehme euch mit auf den letzten Tag. Habt viel Spaß. Bis gleich. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nebel des Grauens. Das macht nichts. Ich bin Batman. Ich kann das. So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Aber wer kann das schon mal für sich behaupten, dass er einmal mitten in den Wolken gefahren ist? Ich jetzt. Alter, ist das kalt hier oben. Ich glaube, hier sind 7 Grad oder so. Hier oben das Thermometer an der Seilbahn angezeigt und hier sind Bauarbeiten. Fahren wir langsam. Servus! Das ist aber auch ein Arbeitsplatz, ey. Puh. Also, ja, wen weiß vorausschauen, gucken ist hier aber auf jeden Fall nichts. Hier liegt wieder Schnee. Oder immer noch. Ja. Ich hoffe, dass mit eurer Linse wenigstens einigermaßen funktioniert. Meine Brille ist klitschnass. Hi Vogel. Oh. Wow. Aber dieser Trail gehört mit zu den geilsten, die ich je gefahren bin. Und es ist definitiv der längste, den ich je gefahren bin. Leck mich am Arsch. Ist das geil. Man kann wieder was sehen auch.
Oh, hier trockene Stelle. Was ist denn das? Oh, ist das matschig jetzt geworden und rutschig, Leute. Das hat jetzt gerade wie Sau geregnet. Ich bin genau richtig zu allem angekommen und da fing es richtig an zu schütten. Entsprechend steht jetzt hier das Wasser im Trail. Oh, naja. Wieso nicht? Eine Matschepampe. Oh, das ist auch keine Geschwindigkeit mehr. Und nu? Ah, hier geht's wieder runter. Das ist schön. Boah, Alter, Leute, was habt ihr denn hier gemacht? Das war's. Dazu. übelst. Normalerweise soll man das Bike waschen, bevor man hier reingeht. Man hat überall unten Waschstationen, aber die war jetzt gerade unten gesperrt und deswegen hat er gesagt, oh, gehst so nahe, du geschissen, hat er gesagt. Ja, habe ich das getan. So, ich fahre jetzt nochmal diesen Hackelberg-Trail mit dem Bucheck-Trail. Für euch ist aber Saalbach dann hier zu Ende. Könnt ihr mich überhaupt sehen hier? Ja, aber wenn ich... auch egal. Ja, ihr Lieben, das war Saalbach, das war das Glen White Festival und das war das letzte Video für dieses Jahr aus dieser Gegend. Nächsten Videos wieder aus der Heimat, tut mir leid. Es war super geil, Leute, ich kann es euch nur empfehlen, nicht nur auf das Festival zu kommen, sondern generell hier mal hinzukommen. Es ist wirklich richtig geil. Und wie gesagt, sucht euch ein Hotel aus, wo ihr die Joker-Card bekommt. Die ist enorm wichtig, weil damit habt ihr die ganzen Liftdinger hier mit drin. Und jeweils einmal pro Tag im Leogang auch einen Lift. Ne? Also das ist schon verdammt viel, damit ihr halt diese 5-Gipfel-Tour machen könnt. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Ach ja, und Hotel Wieseneck ist echt zu empfehlen. Also meine persönliche Empfehlung, es ist keine bezahlte Werbung oder sonst irgendwas, das ist einfach meine persönliche Empfehlung, weil ich mich da echt pudelwohl gefühlt habe. Also tausend Dank an das Team von Hotel Wieseneck. Also ihr habt uns hier die 8 Tage, die ich jetzt hier war, oder die wir hier waren, eine wunderschöne Woche bereitet. Und vielen, vielen Dank dafür. Und euch natürlich vielen, vielen Dank. Fürs Zuschauen, dass ihr alle Videos aus Saalbach ertragen habt, dass sie nicht zu langweilig geworden sind für euch.
Vor allem die X-Line, wenn ich es dann doch mit reingenommen habe. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank. Macht einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Schaut euch noch die anderen Videos an, wenn ihr sie noch nicht kennt. Oder schaut einfach nochmal. Manchmal kann man die auch zweimal gucken. Das ist vollkommen in Ordnung. Ne? Und immer ein Däumchen nach oben machen, ein bisschen was kommentieren. Da freue ich mich drüber. Abo dalassen. Ach, ihr kennt dann den ganzen kleineren Dutch. Ne? In diesem Sinne, das war's aus Saalbach. Euer Holzem. Haut rein. Tschadüss zusammen. Als kleiner Nachtrag, was ich vergessen habe, ne, zu sagen, ist, also die Österreicher hier sind echt voll nette Menschen. Die sind echt klasse, egal ob es hier bei der an den Seilbahnen ist oder wie gesagt schon erwähnt habe, schon im Hotel und so. Egal wo man sich hier trifft, in einem Restaurant, auf der Straße, an der Seilbahn, wie gesagt, das sind echt tolle Menschen hier in Saalbach. Also, das musste ich jetzt als Nachtrag noch loswerden, weil aus Wien bin ich das anders gewohnt und bin so positiv überrascht worden von diesen tollen Menschen hier und diese Gelassenheit. Ne? Ich meine, Saalbach wirbt ja mit dem Slogan Home of Lessig und das leben die hier einfach. Ne? Deswegen noch schnell der Nachtrag, das war mir jetzt persönlich noch wichtig. So, jetzt bin ich aber wirklich weg. Haut rein. Tschüss zusammen. Ja, ich glaube, wir sind da. Ich kann was erahnen. Oh Gott. Servus, Dankeschön. Über den Wolken, nein. Die Freiheit vor Grenzen los sein. Alle Ängste, alle Sorgen, sagte man, liegen darunter verborgen und dann. Was sonst unglücklich erscheint. La 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 la.